Hallo meine Lieben, da ist er wieder, euer Uwe, und was wird's wohl gehen heute? Ums Höhlentauchen. Ich habe seit einigen Tagen den Christian bei mir und Christian macht bei mir die Höhlenkurse Cavern, Intro Cave und Full Cave. Ihr werdet sagen, boah, stolze Arbeit, ja, ist es. Aber wir haben 2 Wochen Zeit dafür und das ist also kein Problem. Den Kavernenkurs haben wir hinter uns gebracht. In Denia, da gibt es wunderschöne Kavernen vom Meer aus zu betauchen. Da hat er also die ganzen Grundübungen hat er absolviert und gemacht. Und jetzt sind wir in Cartagena, nämlich wo wohl? Bei der Cueva del Agua. Hier hinter mir seht ihr wunderschön die Höhlenkarte. Und hier bei der Cueva del Agua werden wir den Intro Cave Kurs und den Full Cave Kurs machen. Wir sind also 3-4 Tage hier und werden da in dieser Zeit die ganzen Übungen absolvieren. Ich werde euch mit der Kamera so ein bisschen mitnehmen, wird nicht überall funktionieren, aber so bei den Basics seid ihr mit dabei. Und jetzt gehen wir mal so ein kleines bisschen hier die Strecke runter. Ich will euch das nur mal so zeigen, wie das aussieht. Einige kennen das ja auch von euch. Hier muss nachher die ganze Ausrüstung getragen werden. Und dann geht es von hier aus dann da unten hin, wo das schwarze Loch ist, da geht's hin, da ist das Wasser, dann nehmen wir euch auch mit, da zeigen wir euch mal den Einstieg. Und da geht es dann rein, da werden wir arbeiten, da werden wir Leine legen, der Leine folgen, Augen auf, Augen zu, dann Long Hose Übung und so weiter, Lost Line, Lost Diver, komplexe Navigation, das sind alles so Aufgaben, die muss der Christian dann natürlich zu meiner Zufriedenheit erfüllen, wird er auch tun, er ist ein sehr guter Taucher. Und wenn wir das dann alles absolviert haben, dann ist er zertifizierter TDI Full Cave Diver. So, wir sind hier auch in der Nähe relativ schön untergebracht. Das muss man ja dann auch. Man kann also dann nicht jeden Tag nach Daimus hin und her fahren. Das sind also von Daimus 300 Kilometer. Also da ist schon notwendig, dass wir dann hier auch die Unterkunft haben. Aber alles gut, alles nett. Ihr seht, es ist 8.30 Uhr morgens, alles ruhig, alles still. Und wir sind die Einzigen, was natürlich auch wunderschön ist. Wochenende ist hier immer voll. Und wir werden das genießen natürlich. Und ich hoffe, dass euch so die Bilder, die ich dann auch in der Höhle machen werde, hoffe, dass sie gelingen, dass sie euch gefallen. Und vielleicht hat der ein oder andere ja dann auch dann Geschmack daran bekommen, um selbst vielleicht mal über einen Höhlenkurs nachzudenken. Und das würde mich freuen, wenn ihr dann Kontakt mit mir aufnehmt. Denn in der Cueva del Agua können wir das ganze Jahr tauchen. Die hat also immer 28, 29 Grad Wassertemperatur und somit das ganze Jahr betauchbar. Absolut kein Problem.
Ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, das Video aus der Höhle hat euch so ein bisschen gefallen. Ihr seht, wir haben hier die Klamotten schon schön abgewaschen und aufgehängt zum Trocknen. So, den ganzen Dreck abgewaschen. Und jetzt wird alles schön eingepackt und dann geht's los auf neue Abenteuer. Und vielleicht hat es euch ja so weit gefallen, dass ihr Interesse habt und wollt auch mal ein bisschen mehr über das Höhlentauchen wissen, dann solltet ihr mich kontakten und ihr bekommt dann die entsprechende Information. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Uwe. Tschüss.